Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Ether Tree. Ja, wie ihr eventuell schon gesehen habt, nein, wie ihr nicht gesehen habt, weil ich auf Aufnahmen gedrückt habe, werde ich jetzt in dieser Folge mal versuchen, das Ganze mit dem Controller zu spielen. Mal schauen, ob das ein wenig besser klappt von der Bewegung her. In der letzten Folge haben wir soweit eigentlich alles gemacht, was wir machen sollten. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich jetzt in diese Übersicht komme. Oh, das war es auf jeden Fall nicht. Okay, ich hätte mir das vorher doch mal angucken sollen. Ah, okay, ich habe zumindest schon mal herausgefunden, womit ich singen kann. Das ist schon mal gut. Das mit dem Arbeitssuchen verstehe ich jetzt allerdings noch nicht. Das ist das hier. Okay, vielleicht werde ich da später noch hintersteigen. Jedenfalls, hier sehen wir es jetzt gerade. Jedenfalls habe ich offline noch ein bisschen weitergemacht. Ich habe 13 von 14 Insekten gefunden. Ich habe 5 von 5 Fische gefunden, wobei das ein bisschen schwieriger war, weil man nicht einfach so Fische fangen musste oder Insekten fangen musste, sondern es mussten alles unterschiedliche Arten sein. Hier steht, dass ich noch eine Quest hier zu erledigen habe. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, ich habe jetzt keine mehr gefunden. Ich denke mal, dass die Quest, die ich noch erledigen muss, dieses Verlasse, wo auch immer sein wird. Deswegen werden wir jetzt mal versuchen, hier wieder rauszukommen. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das machen. Ich habe unglaublich frustrierende Neuigkeiten, Großling. Die Immerkinder, meine einstigen Schützlinge, sind ausgebüxt. Nicht nur aus dem Kindergarten, sondern aus wo auch immer. Ich habe ihnen beigebracht, wie man durch den Raum springt, verstehst du? Jeder Immerling muss das lernen. Aber plötzlich, puff, und schon waren sie über alle Berge. Und damit meine ich alle Berge. Im Nachhinein ist es offensichtlich, dass so etwas passieren würde. Okay, okay, jetzt bloß keine Panik. Sie sollten keine allzu großen Probleme bekommen, aber was den Rest von uns betrifft, sie können anderen eine ganze Menge Ärger bereiten. Okay, bitte halte auf deinen Reisen nach den Immerkinder Ausschau. Sie sehen wie Immerlinge aus, sind aber kleiner und deutlich spitzbübischer. Solltest du welche finden, dann schick sie zu uns zurück. Du wirst nicht leer ausgehen. Denke ich zumindest. Finde diese Immerkinder, Großling. Okay. Viel Glück, diese schelmischen kleinen Spitzbuben könnten überall sein. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Ich wollte eigentlich zurück, weil ich dachte, dass das hier mitgehen würde. Ich weiß, dass es auf der Tastatur W war, womit ich zurückkam. Ich weiß jetzt nur... Nee, das war sie nicht. Ich weiß jetzt nur nicht, was das jetzt hier drin ist. Ich drück mal eben auf der Tastatur. Ich glaube, das ist wirklich einfacher. Wenn es denn funktionieren würde. Was es nicht tut. Das war auch nicht W, das war M. Entschuldigung. Was aber auch nicht funktioniert. Wenn ich jetzt auf G drücke, zeigt er mir auch nichts an. Wie komme ich denn dann wieder von hier weg? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Nein. Ach, ich will nicht angeln. Mann. Wieso habe ich die Angel eigentlich in der Hand? So. Solange du hier bist, könnten dich einige... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich will aber nicht hier sein. Ich will wieder von hier wegkommen. Das ist natürlich richtig toll. Ziele. Das waren die hier. Grotte des Alchemisten. Irgendwie komme ich hier doch ganz gut mit der Tastatur hin. Welt. Nee, das sind alles nur hier diese... Kehre durch das Portal zurück. Ja, wo war denn das Portal? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre das, was da so am Blinken gewesen war. Es war aber doch hier in der Nähe, oder nicht? Das finde ich ein bisschen blöd, dass man hier keine Karte hat. Weil wenn man M drückt, soll man eigentlich ja zurückkommen. Wo du auch immer erforscht hast, solltest du zu deinen Aufgaben im Immerbaum zurückkehren. Der Baum würde es so wollen. Ja, würde ich ja gerne, aber das funktioniert nicht. Leute.
Was seid ihr denn? Also, Gameplayerin, ich bitte dich nicht um viel, aber ich bestehe darauf, dass du dich um meinetwillen sofort mit diesen Tierchen anfreundest. Bitte. Schau sie dir doch an, das süße Näschen. Mach, was auch immer notwendig ist, Gameplayerin. Wenn es uns mag, können wir vielleicht ein Foto mit ihm machen. Und dann kann ich diese Fotos in ein spezielles Geheimalbum packen. Nur für mich allein. Aber sieht es nicht so aus, als würde es etwas von dir wollen? Lass uns diesen Baby-Bubu geben. Baby-Bubu, bitte was? Geben, was immer es möchte, damit wir sein Vertrauen gewinnen. Versuche zu erraten, welche Aktionen das Tier von dir erwartet. Wenn du mehrere Tage lang genügend richtige Aktionen ausführst, wird es unser Freund. Ja, es will Bänder flechten und mit Tennisbällen spielen. Oder so. Versuche zu erraten. Ja, das hat sie ja schon mal gesagt. Was möchtest du tun? Spielen, würde ich mal behaupten. Ja, hallo. Oh. Und das ist jetzt, keine Ahnung. Bauchstreicheln vielleicht? Ah, oh, so süß. Nochmal Bauchstreicheln. Ah. Muss ich das jetzt jedes Mal sagen? Achso, jetzt können wir nichts mehr machen. Also immer nur dreimal. Okay, das ist, doch, das können wir auch. So, mach mal einmal Bauchstreicheln. Die erinnern mich so ein bisschen an die Pokémon. Ich finde die total niedlich. Vor allen Dingen hätte ich gerne ein Pokémon-Spiel, was so wäre wie das hier. Also von der Optik her und alles. Leider, leider gibt es das nur für die Switch. Ich habe es auch auf der Switch 1. Nur das Problem ist, die Sache... Mann. Die Sache mit dem Aufnehmen. Ich habe zwar die Technik hier, um das alles... Achso, dem wollte ich jetzt gerade auch schon streicheln. Um das alles aufnehmen zu können. Aber das Problem ist... Bauchstreicheln war das. Das Problem ist, dass der Ton dann nicht immer gut rüberkommt. Ich habe es zwar mit dem Mikrofon schon probiert. Ich habe es drüben angeschlossen und alles. Aber das war irgendwie nicht so hundertprozentig, wie es eigentlich sein sollte. So, müssen wir das jetzt eigentlich bei allen machen? Weil ich bin jetzt hier so schön... dran, mich hier mit allen anzufreunden. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, wo dieses blöde Portal ist. Ich habe mich hier übrigens mal ein bisschen umgeschaut, natürlich, als ich offline ein bisschen weitergemacht habe. Kann ich eigentlich mit dir sprechen? Wow, du bist mir tatsächlich durch das Portal gefolgt. Puh, ich bin froh, dass all das Umherspringen funktioniert hat. Oh, aber wo bleiben meine Manieren? Willkommen in wo auch immer, Baumpfleger. Häuptling, der älteste und vermutlich weiseste von uns im Maling, würde dich wirklich gerne treffen. Ja, das hat er doch schon mal alles gesagt. In der Mitte des Dorfes, ja, ja. Das heißt, das ist das Portal, oder? Ah, bleib da oben. Haha, ich hab's gefunden. Willkommen zurück, Lehrling. Du solltest zum Immerbaum zurückkehren, wenn du bereit bist. Wir haben heute viel zu tun. Okay, ich würde gerne einfordern. So, nein, da. Ach, ein Laternenmast. Ich dachte gerade, das wäre eine Frisur. Ja, alles klar. Das sah gerade so cool aus. Ach, das ist das Portal, was sich so komisch anhört. Okay. Was ist das hier? Nee, das sind wahrscheinlich die... schließe alle täglichen Arbeiten in der Baumwelt ab. Was für täglichen Arbeiten? Moment, wie kann ich nur mal fliegen? Mit M. Also ich glaube, ich mache es doch mit der Tastatur. Es war zwar schön gedacht und es ist auch gar nicht so schlecht von der Steuerung her, aber ich hätte es von Anfang an dann machen müssen. Es wäre schön, wenn ich... Ja, nach oben. Genau. Baum ansehen. Nach oben. Ich kann aber nicht nach oben. Ah, mit den Pfeiltasten. Alchemiehaus. Das ist aber jetzt nur eine Sache gewesen, oder? Waren jetzt zwei Symbole. Ich konnte nur das rechte anklicken gerade. Aber das ist das, wo wir waren.
Was ist das denn? Leute! Oh Gott. Jetzt habe ich die ganzen Nummern vergessen. 3 wird die Gießkanne. Mit F war das, ne? So. Die Frage ist jetzt, dürfen mich diese komischen Viecher hier berühren oder nicht? Ich höre die doch die ganze Zeit, oder nicht? So, Gießkanne. Nein, du bist wieder in die falsche Richtung. Wieso geht das in der Liste nach vorne, wenn ich zurückscrolle und umgekehrt? Ich glaube, da werde ich mich wahrscheinlich nie dran gewöhnen. Okay. Moment, da auch nochmal Gießkanne. Bei beiden darf ich nicht singen. Ich darf singen, aber es bringt mir halt nichts. Hier darf ich singen. Sehr schön. Eieieiei, was habe ich denn jetzt hier alles bekommen? Nee, das war mit... Ach, da hinten sind die. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier... stehe und, ne, mich von dem berühren lasse. Nein. So. Sehr schön. Also, ich habe es ja schon erwähnt, dass mich das extremst an My Sims erinnert. Und ehrlich gesagt, hätte ich jetzt auch so richtig Lust, von My Sims jetzt auch nochmal ein Let's Play zu machen. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich mal irgendwann die Zeit dazu. In naher oder ferner Zukunft. Wahrscheinlich eher in ferner Zukunft. Weil es ist wirklich ein unheimlich tolles Spiel. Also das kann ich jedem nur empfehlen, der sich so ein bisschen dafür interessiert, was jetzt das Spiel hier bringt. Da war noch was drin. Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte alle Sachen weggeschlagen beim letzten Mal. Aber ist nicht schlimm. So. Die brauchen wir noch. Ich hoffe, die sagt was, wenn ich da nicht in die Nähe gehen darf. Das sind ja schon ziemlich eklige Viecher hier. Ich schätze mal, dass die mir übel Schaden machen können. Ich weiß es ja nicht. Da kann ich nichts mehr machen. Okay. Sind die jetzt von selber gewachsen oder wie? Ach, da kriegst eins drauf. Ah, okay, Moment. Da muss ich gucken. Moment, das ist 5. 5 und 8. Okay. Wobei, wie schleiche ich nochmal? Mit der linken, nicht mit der rechten. Jetzt konnte ich gar nicht lesen, was da stand. Irgendwas mit ekliger Schleim und mehr weiß ich nicht. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Leute, ihr seid ja wieder clever. Jetzt habe ich gesagt 5 und 8, aber ich wollte ja jetzt auf nichts schlagen, sondern ich wollte... Okay, die habe ich jetzt eingepackt. Das wollte ich jetzt nicht wirklich, aber na gut. Und 8. Haha! Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Okay. Doch, da kann ich doch nochmal drauf hauen. Irgendwann merke ich mir das nochmal. Aber wenn ich jetzt doch anfange, das Ganze über Dings zu spielen hier. Nehmen wir einfach auch mal mit den Rucksack, oder? Wir hätten das eigentlich auch hier stehen lassen können. Ich drücke immer automatisch, dass es in den Rucksack gehen soll. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich das jetzt auch noch anfange, das Ganze über einen Controller zu spielen,
Und dann so halb weiß, wie ich das dann mache, beziehungsweise das ist ja halt nicht so komfortabel, dass man dann einfach nur die Zahlen drückt. Ich glaube, das wäre dann doch nicht so eine gute Idee. Soll es eigentlich singen? Ich bin wo nah dran? Hallo? So, was haben wir denn hier alles? Da können wir noch was kaputt machen. Ja, Zerstörung. Ich lasse meine Aggression raus. So. Links haben wir noch einen. Aber ich glaube, diese Viecher, da haben wir jetzt keine mehr von, ne? Kann ich das richtig sehen? Was war das jetzt für ein Ton? Hallo? Das ist alles soweit gemacht. Hier können wir nichts mitmachen. Also, die scheinen wirklich... Ja, ich weiß nicht, ob man die jetzt mitnehmen soll oder nur mitnehmen kann. Ich lasse mal ein paar von denen hier. Vorsichtshalber. Ich will jetzt nicht alles hier wegnehmen. So. Achso, das ist mein Freund, ne? Ich wollte gerade sagen. Aber was mich noch ein bisschen irritiert, aber ich denke mal, die Auflösung kommt dann wahrscheinlich in ein paar Tagen. Sprich, ja, vielleicht in 2, 3 Folgen oder so. Mich irritiert nämlich noch ein bisschen, im Trailer sah es so aus, als ob man ganze Welten machen soll und Häuser bauen soll und was weiß ich nicht noch alles. Und im Moment, klar, wir sind natürlich die Welten auch am Machen. Hallo? Was war das gerade? Das hat sich angehört wie so ein Wal. Wir sind zwar die Welten gerade am Machen, aber es ist jetzt im Moment noch nichts, wo ich jetzt sagen muss, hier können wir jetzt Häuser bauen oder ähnliches. Ja, bitte. Falls mich ein Wal besuchen möchte, bitte gerne. Ich glaube nämlich nicht, dass das mein Begleiter hier ist. Ich denke mal eher, das ist irgendwas anderes. Boah, was ist das? Was wird das eigentlich mal? Wären das Bäume oder Pilze oder so? Ich habe keine Ahnung. Okay, also ich denke mal, das sind jetzt die täglichen Arbeiten sozusagen hier drin. Ja, würde ich sagen, können wir hier schon wieder raus. Landname. Ja, den wollte ich ja eigentlich eingegeben haben letztes Mal, aber obwohl andererseits, ich weiß ja immer noch nicht, was das eigentlich wird. So, nach unten. Das geht nur mit den Pfeiltasten. Okay. Okay, okay. R umbenennen sehe ich übrigens gerade. Ja, würde ich sagen, fliegen wir wieder zurück nach Hause. Um herauszufinden, ob es jetzt hier tägliche Aufgaben gibt. Och, sieht das süß aus. Ja, sogar deinen eigenen Fressensbereich, vermutlich. Und was bist du? Okay, anscheinend nichts, was man irgendwie ansingen kann oder so. Oh. Muss ich? Oh, Moment. Was ist das? Achso, das kann ich nehmen. Und das da? Das schimmert einfach nur und hat nichts sonst. Ja. Ich gehe jetzt mal einfach hier rein. Mal gucken, ob die mir weiterhelfen können. Willkommen zurück, Gameplayerin. Ein weiterer aufregender Tag scheint mir. Ich kann es nicht glauben, dass du die Immerlinge getroffen hast. Es ist schon so lange her, dass sie mit uns geredet haben. Eine Schande, dass wir so mit unserem eigenen Leben beschäftigt waren. Aber sieh nur, während du unterwegs warst, sind ein paar von ihnen vorbeigekommen und haben unser Haus ruckzuck wieder in Ordnung gebracht. Eigentlich hat es Spaß gemacht, ihnen dabei zuzusehen. Wie eine Ameisenkolonie im Schnelldurchlauf. Weißt du, für ein distanziertes Volk mysteriöser, uralter Wesen sind sie ziemlich willig, sich einzumischen. Wenn wir nur gewusst hätten, dass sie vorbeikommen würden, ich hätte einen Tee aufsetzen können.
Ja, ich erkenne jetzt keinen Unterschied, aber ehrlich gesagt, ich weiß auch so überhaupt gar nicht mehr, wie es jetzt vorher ausgesehen hat. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön hier drinnen aus. Kann man eigentlich hier irgendwas lagern oder so eine Kiste interagieren? Das ist ein merkwürdiges Bild von Diara. Diaria, Mann. Oh, wie peinlich. Ich dachte, das hätte ich versteckt. Oh, das hattest du auch. Alambik! Du solltest dich deiner jüngeren Tage nicht schämen, Diaria. Okay, ja, bringt mir jetzt aber letztendlich auch nicht viel. Das ist zwar jetzt schade, weil wir jetzt tagsüber haben, aber ich würde normalerweise sagen, wenn das möglich ist, ja, dass ich mich hinlege. Oder ich muss mal eben schauen. Ziele schlafen gehen. Gönne dir 10 Mützen Schlaf. Welt, kümmere dich um ein Tierchen, lasse Bäume heranwachsen. Ja gut, das kommt ja alles mit der Zeit hier. Schließe alle täglichen Arbeiten in der Baumwelt ab. Ich weiß nicht, was die da für tägliche Arbeiten haben. Aber ich würde sagen, dass ich mich jetzt erstmal schlafen lege, sofern das möglich ist, und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir dem Geheimnis auf die Spur gehen, was wir da für tägliche Arbeiten kriegen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Alambik, glaubst du, Gameplayerin ist einsam? Es muss hart für unser Liebchen sein, als letzter ihrer Art. Gameplayerin wollte hier bleiben, Diaria. Aber sie vermisst die anderen sicher sehr. Glaubst du, die Leute werden eines Tages hierher zurückkehren? Wenn wir eines wissen, dann, dass Gameplayerin außergewöhnliche Taten vollbringen kann. Selbst die Immerlinge sind zurückgekommen. Nach allem, was wir gesehen haben, glaube ich langsam, dass beinahe alles möglich ist.